Hallo meine Freunde, heute geht's mal nicht um Autos. Die Kaffeemaschine von der Katharin ist kaputt. Schaltet man die Maschine ein, dreht der Motor viel zu langsam. Und dann blinkt die rote Leuchte. Aber bevor wir anfangen, ein Sicherheitshinweis. In der Maschine sind 230 Volt und Wasser. Sowas kann schnell lebensgefährlich werden. Also bitte den folgenden Film nur nachmachen, wer die entsprechenden Sachkenntnisse hat. Also Stecker raus und wir zerlegen das Wunderwerk mal. Wir beginnen bei der Demontage mit dem Behälter für die Kaffeebohnen. Der hat hier zwei Phillips-Einschrauben. Und die zweite sitzt hier vorne. Wenn man die Maschine zerlegen will, muss jetzt erstmal dieser obere Deckel runter. Der hat insgesamt vier Schrauben. Hier hinten sitzt eine Torx-Schraube T10. Hier unten ganz tief, da braucht ein ganz langen Schraubenzieher, sitzt eine Posi-Drive-Einschraube. Zwei kurze Kreuzschnittschrauben, aber nun Posi-Drive 2, sitzen hier von unten. Die zweite sitzt hier weg. Den Knopf hier kann man gerade so abziehen. Wenn mal alle Schrauben aus sind, kann man von hinten her beginnen, die so vornehmen, hier auswinkeln und hier am Griff vorbei. Dann kriegt man den Behälter oben runter. Und hier ist noch eine Dichtung, nehmen wir weg, vor dass wir sie verlieren. Jetzt ist dieser ganze Block, man kommt ja nirgends bei, der kann aber als Ganzes entnommen werden und zwar ist er nur mit einer einzigen Schraube gesichert, hier. Bevor man die ganze Maschine aus dem Gehäuse ziehen kann, muss hier die ganze Kabelsicherung rausgemacht werden. Zum Rausziehen muss das Kabel hier lose sein und hier unten müsst ihr den Mikroschalter wegdrücken, damit der freikommt. Nachdem die Maschine schon mal aus ist, können wir jetzt hier eine Schraubzwinge dran machen, dann kippt sie nicht so leicht um und dann können wir schön auf dem Tisch an ihr messen und arbeiten. Hier unten ist ein Mikroschalter, der feststellt, ob der Abfallbehälter in der Maschine ist. Um die Maschine so zu betreiben, müssen wir den natürlich auch drücken. Um den gedrückten Stecker zu simulieren, mache ich hier so eine Zunge rein, die zwei Anschlüsse hat und ein bisschen Isolierband drüber. Dann kann da soweit nichts passieren. Hier vorne ist ein weiterer Mikroschalter, der von der Brühergruppe betätigt wird. Aber Vorsicht, der Schalter öffnet, wenn die Brühergruppe drin ist. AMP-Stecker haben so eine Rastnase, die müsst ihr erstmal mit dem Uhrmacherschraubenzieher aushebeln. Seht ihr, hier ist eine Nase, die dann innen in ein Loch einrastet, wo hier an der Zunge ist. So, das heißt, wenn ich die Kontakte jetzt hier abstecke, darf ich sie nicht verbinden, sondern ich muss die Kontakte isolieren. Damit wird simuliert, dass die Brühergruppe steckt. Also hier mache ich ein bisschen so einen Kabelschuh drauf und dann kommt schön Kabel. Isolierband drumherum, schon ein bisschen abkleben. Hier gibt es noch einen weiteren Kontakt für die Klappe vorne, aber da genügt es, wenn einfach ein Stück Tesa drumherum klebt. Der Antrieb der Brühergruppe sitzt unter dieser Abdeckung, also demontieren wir die mal. Rundherum sind jede Menge Schrauben, schön einzeln alle ausschrauben. Etwas fummelig, aber hier sitzt noch der Schalter. Kann man das Teil hier rausarbeiten und wir haben es. Hier sitzt der Antriebsmotor für die Brühergruppe, dann gibt es hier ein Schneckengetriebe, nochmal eine Riesenübersetzung und hier sind die Endschalter. Wenn man vorsichtig ist und darauf achtet, dass alle Teile drinstecken, kann man die Maschine so kurz mal in Betrieb nehmen. Funktioniert im Prinzip, aber viel zu langsam. Wir messen jetzt mal die Versorgungsspannung vom Motor. Zum Abgreifen der Spannung am Motor braucht man solche Kleppen, also entweder so einen kleinen Clip oder so einen Hirschmann. Und hier sehen wir das Problem, anstelle von 30 Volt, wo die ganze Geschichte haben soll, kommen gerade mal 7 Volt am Motor an. Aha, der Motor wird gepulst, angefahren. Ich habe jetzt hier mal die Cursor gesetzt und das ist eine Rechteckspannung mit 50 Hertz. Wir müssen jetzt wissen, wo der Motor angeschlossen ist. Das heißt, das ist einmal das rote Kabel hier. Wenn wir das verfolgen, sieht es so aus, wenn es hier von 6 käme. Deshalb messe ich mal hier mit der Prüfspitze
und nochmal direkt am Motor. Also das rote Kabel des Motors endet an der Steckbrücke 6 an der Elektronik. Bevor uns das Ganze auseinanderfällt, machen wir das Motorgehäuse wieder zu. Immer erst rückwärts das Gewinde suchen, sonst macht der neuen Gewindegang und das macht er nur zweimal und was. Nachdem alle Schrauben drin sind, können wir sie jetzt alle festziehen. So, ich prüfe mal, ob es am Motor selbst liegen kann. Ich messe also den ohmschen Widerstand der Wicklung. 20 Ohm, ein bisschen weniger als erwartet, aber es scheint noch in der Toleranz zu liegen. Allerdings hat sich Saeco hier eine lustige Schaltung einfallen lassen. Und zwar ist der Motor in Reihe mit einem Vorwiderstand geschaltet. Da der Vorwiderstand eine ziemliche Hitze entwickelt, wird er gleichzeitig als Heizung für den Boiler benutzt. Wir prüfen also mal, ob der Vorwiderstand noch in Ordnung ist. Er sollte so um die 130 Ohm haben. Okay. Unsere Diagnose ist eindeutig. Der Fehler muss in der Elektronik gesucht werden. Bevor wir die Elektronik zerlegen, müssen wir alle Kabel durchnummerieren. Ich habe einfach an einer Ecke angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das Ganze geht bis 12. Schalter abziehen. Dann kann dieser Teil hier raus. Die Elektronik ist nur mit zwei Schrauben befestigt. Eine sitzt hier und eine hier. Jetzt machen wir Reihe rum alle Stecker los. Lieber ein bisschen unten nachhelfen an den Steckern. Hier, dann darf man noch ein bisschen an den Rastnasen wackeln. Wenn der Motor nicht läuft oder so langsam läuft, wie bei uns, sprich nicht mit 33 Volt versorgt wird, sondern nur mit 8 Volt, liegt es meist an dem Leistungstransistor 33C. Ich habe hier mal an dem Transistor drei Messschrippen angelötet und wir messen jetzt mal mit dem Oszilloskop, was sich da so tut. Das sind nämlich genau die 6 Volt. Das heißt, hier haben wir zu wenig. Der Transistor bringt keine Leistung mehr. Das rechte Teil hier auf dem Kühlblech. Bei diesem Modell sitzt hinten eine Mutter auf der Imbusschraube. Ich habe es aber auch schon gesehen, dass es reine Imbusschrauben waren. Also schrauben wir das Teil mal lose. Der Kühlkörper ist hier auf zwei richtig fetten Lötpunkten befestigt. Ich habe erstmal ein bisschen diesen Lack weggekratzt, sonst bindet das Lötzinn überhaupt nicht. Und ich versuche jetzt den Kühlkörper auszulöten. Es wird eine ziemliche Braterei werden. Bisschen Lötzinn drauf. Anständig warm machen und hinten ein bisschen ziehen. Die andere Seite noch ein bisschen warm machen und raus kann das Teil. Um die Löcher jetzt frei von Lötzinn zu machen, nimmt man so eine Pumpe, wenn dies nicht funktioniert, mit Pressluft. Pumpe drauf und das Loch ist frei. Dies ist jetzt der fragliche Transistor ohne das Kühlblech. Die Beinchen sind die drei Lötstellen da unten. Beim Auslöten mache ich immer etwas frisches Lötzinn. Gut warm machen. Pumpe drüber und seht ihr, wie der Pin frei wurde. Jetzt alle drei Löcher so behandelt und man sieht, im Prinzip ist er frei, am meisten hängt er in der Mitte. Da tue ich ihn jetzt gerade ein bisschen noch mit dem Lötkolben warm machen und nach hinten anziehen. Und wir haben das Teil. Wir messen diesen Tipp 33C jetzt mal mit dem Multimeter durch. Tante Google weiß alles, ich habe also die Daten des Transistors schnell im Internet nachgeschaut. Es ist ein ganz normaler NPN-Leistungstransistor, die Pin-Belegung habe ich hier aufgeschrieben, Schaltsymbol war ja hier. Das bedeutet, wir haben zwischen dem Kollektor und der Basis eine Diode und zwischen der Basis und dem Emitter nochmal eine Diode. Jetzt prüfe ich jede dieser Dioden einzeln in Sperrrichtung und in Durchlassrichtung. Ich habe mir hier eine Liste gemacht, wie ich das Messgerät anschließen muss. Die Sollwerte für Sperrrichtung sind ein offener Circuit und für die Durchlassrichtung zeigt er die Durchbruchspannung an. Sollte bei Silizium ungefähr beim halben Volt liegen. Zusätzlich prüfe ich auch noch Kollektor und Emitter. Da dürfte natürlich in keiner Richtung eine Verbindung bestehen. Ich habe die Pins mal hier angeschlossen und wir schauen auf das Messgerät. Und unser 33C ist kaputt, weil wir in Sperrrichtung einen Durchgang messen. Hier wären wir im grünen Bereich. Das heißt, die Sperrschicht wird bei 500 mV überwunden. Nächste Diode an, minus auf die Basis, auch wieder in Sperrrichtung. Und hier auf plus und wir haben wieder 1000 mV in. Hier sind die 500 mV in Durchlassrichtung in Ordnung. So, jetzt prüft man noch 2 auf 3. Eine 100 mV Spannung.
Gegenrichtung haben wir das gleiche Problem. So, als Fazit können wir sagen, der 33C ist kaputt. Hier haben wir auf Sperrrichtungen Durchgang, hier haben wir auf Sperrrichtungen Durchgang und es liegt letztendlich daran, dass zwischen Kollektor und Emitter irgendwie ein Durchschlag passiert ist. Eine weitere Fehlerquelle kann diese 10er-Diode sein, die für die 33-Volt-Regelung des Leistungstransistors sorgt. Bei der 10er-Diode müssen wir zwei getrennte Funktionstests machen. Zum einen prüfe ich jetzt mal, ob es als Diode noch funktioniert und die 10er-Funktion überprüfen wir dann danach. Die Diodenfunktion geht wieder mit dem Diodentester. Jetzt habe ich sie verkehrt rumgepolt. Offener Circuit ist in Ordnung. Jetzt drehen wir sie mal um. Das heißt, der Strich an der Diode zeigt dir an, wo das Minus in Durchlassrichtung ist. Und, aha, sehr gut. Eine Schwellspannung von 657 mV. Für den dynamischen Test der 10er-Diode brauchen wir erstmal einen vernünftigen Trafo, hier alter Eigenbau, weil wir müssen ja mit mindestens 33 Volt da drauf gehen. So, hier machen wir mal die 10er-Diode rein. Hier haben wir also 38 Volt. Und was würde jetzt passieren, wenn die 10er-Diode durchgeht? Da fließt ein verdammt hoher Strom und sie ist kaputt. Deswegen bauen wir hier noch einen Widerstand zur Strombegrenzung ein. Wir begrenzen den Strom mal auf 20 mA, dann können wir jetzt den Vorwiderstand berechnen. R ist gleich U durch I, nehmen wir sicherheitshalber mal 40 Volt an, durch 20 mA ergibt ein Widerstand von 2 kΩ. Die einfache Schaltung können wir in der sogenannten fliegenden Verkabelung zusammenbauen. So, ich greife jetzt mal hier an der 10er-Diode ab. Man sieht, wie die ursprüngliche Sinuswelle von der 10er-Diode gekappt wird. Mit dem Cursor messe ich jetzt die Durchbruchsspannung. Aha, seht ihr, so 33, 35 Volt. Greift man über dem Widerstand ab, so sieht man schön den durchgebrochenen Teil des Sinus. Diese 10er-Diode funktioniert musterhaft. Mittlerweile ist die Post gekommen. Jetzt können wir mit unserer Kaffeemaschine weitermachen. So, ich zeige euch jetzt mal, wie so ein funktionierender Transistor sich durchmessen lässt. Also hier. Das war Basis und das ist der Kollektor. Hier haben wir 0,5 Volt Spannung an der Sperrschicht. Gegenrichtung sperrt einwandfrei. 2,3 ist Kollektor und Emitter, da darf also in beiden Richtungen nichts passieren. Tut's auch nicht, geht beides mal nichts. Und jetzt noch einmal in andere Richtung. Gut, das ist jetzt Emitter und Basis. Und in die andere Richtung sperrt er. Also der Transistor ist einwandfrei. Jetzt kommt wieder alles zusammen. Ich setze also erstmal den Transistor hier ein. Dann kommt tüchtig von der Wärmeleitpaste auf das Blech. Und auf die Transistoren machen wir auch noch ein bisschen. Dann gibt es auf jeden Fall Kontakt. So, Wärmeleitpaste verringert den thermischen Widerstand auf die Hälfte. Können wir das Kühlblech wieder einsetzen. Das ist ja bei diesem Modell, hängt es ja schräg. Und jetzt muss der Transistor so tief gesteckt werden, dass auch die Schrauben alle passen. Zur Sicherheit setze ich beide Schrauben erstmal ein, dann kann nachher nichts mehr schief gehen. Auf der Rückseite können wir dann auch gleich die Muttern aufsetzen. Beinchen warm, bisschen frisches Zinn. Bei dem Kühlblech muss man erstmal gut heiß machen, sonst hat man da gar keine Chance, das hier wieder festzubekommen. So sieht ganz gut aus. Und jetzt die andere Seite. Nachdem der Transistor eingelötet ist, können wir nun die überzähligen Beinchen kürzen. Entweder geht's jetzt oder wir müssen weitersuchen. Bevor die Elektronik reinkommt, muss der Plastikschutz wieder drauf gehen. Der geht so drauf. Bevor wir es draufstecken, machen wir erstmal die unteren Kabel drauf. Hier ist das allerletzte. Und da kommt man nachher schlecht bei. Das heißt, erstmal die Platine an den Platz legen. Und hier eine Schraube. Platine hat hier eine Schraube. 7, 5, so. Jetzt kommt der entscheidende Moment. Und grün. So, jetzt können die Brücken, wo wir da reingemacht haben, um die Funktion zu täuschen, wieder raus. Also erstmal die Brücke für den Netzschalter. Beim Zusammensetzung des Bedienteils müsst ihr darauf achten, dass der Potentiometer-Drehknopf wieder hier reingeht. Also das habe ich jetzt gerade mal ausprobiert. In der Position hakt er ein.
Und jetzt können wir das Bedienteil als Ganzes hier aufdrücken. Und es hat ja hier Rastnasen und hier Rastnasen. So, ihr kontrolliert dann, ob die drei Rastnasen, diese, diese und diese, wieder in Funktion sind. Wir schließen den Netzstecker wieder an. Die Brücke, wo ich in den Abfallbehälter reingebaut habe, machen wir natürlich auch wieder raus. Einmal und zweimal. So, stecken wir den Mikroschalter von der, vom Abfallbehälter wieder drauf. Das sind die zwei Stecker hier. So, der Mikroschalter für die Brühergruppe, der gelbe, kommt hier vorne drauf, aha, eingerastet. Und die zwei schwarzen mit dem Herbitschuh kommen hier hinten drauf. Und weg mit dem Klebeband vom Schalter. Beim Auto würde man das Hochzeit nennen, also die ganze Maschine kommt jetzt wieder in ihr Gehäuse. Dazu muss der Stecker erstmal hier unten durch das Loch. Jetzt wird die Maschine in die zwei Schlitze hier links und rechts eingesetzt. Ein bisschen Gefühl an dem Platz. So, dann schrauben wir den ganzen Block mit der einen Schraube wieder hier oben an. Machen wir das mal rein. Die Dichtung für den Kaffeebehälter stecken wir auch wieder auf. Auf die Elektronik hier kommt die Dichtung wieder drauf. Und jetzt muss man das Gehäuse so einfädeln, dass man hier vorbeikommt und dann die Elektronik trifft. Und immer schön rückwärts drehen, bis ihr das Gewinde findet. Hier hinten sitzt eine Posi-Dreifschraube und mit einem magnetischen Bit kriegt man die auch mit viel Gefühl wieder ins Loch. Hier auf der Seite wird der Knopf eingesteckt. Die kurzen Schrauben sind hier vorne und unten drin. Und hier ist noch eine zweite. Der Bodenbehälter hat zwei Kreuzschlitzschrauben, aber Vorsicht, die sind unterschiedlich lang. Die lange kommt hinten und die kurze kommt vorne. Und die zweite. So, probieren wir mal den ganzen Spaß aus. Also einschalten. Jetzt kommt der spannende Moment. Warm ist sie. Ich drücke auf Kaffee. Ich trinke ja gar keinen Kaffee, aber die Katharin ist jetzt wieder glücklich. Das heißt, ihr bekommt auch wieder neue Autofilme. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und die Moral von der Geschichte, wer weiß, wie man einen Porsche repariert, kriegt auch eine Sa-Ego hin.